Moin Leute, Trimax hier. Heute nochmal eine Folge. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen hattet im letzten Stream, wo wir unglaublich viele Legendary Cards gezogen haben aus absolut jeder Kiste. Der Stream ging relativ lang und ich konnte jetzt nicht jede einzelne Legendary Card rausfinden und deswegen hat das der Lufresh für mich gemacht. Den müsst ihr mittlerweile schon kennen. Das ist der einzige offizielle Ersteller meiner Best-ofs. Er macht immer so krasseste Fails von Trimax zusammengeschnitten oder alle Legendary Cards oder Best of irgendeinem Monat oder Best of 2016 hat er auch gemacht. Der macht das Ganze. Ich packe euch mal seinen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und so, jetzt habe ich hier gerade in 9 Sekunden neue Karten im Shop. Wir hoffen natürlich wieder auf eine Legendary Card. Wir hatten gerade einen Sparky und was kriegen wir? Keine Legendary Card. Mal was ganz Neues. Okay, ist auch in Ordnung. Brauchen wir uns jetzt hier keine Karten kaufen. Ich würde sagen, die Highlights lasse ich jetzt beginnen. Schaut bei Lufresh vorbei. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Haut rein. Machen weiter. Was haben wir als nächstes? Schon wieder eine relativ frühe Epic Card. Dreimal der Bowler und das heißt, wir haben eine Legendary Card. Der nächste Lava-Hund. Es ist echt krass. Es ist echt krass. Wir ziehen fast in jeder Magical Chest oder in jeder zweiten Magical Chest eine Legendary Card. Zwei Super Magical Chests. Wir hoffen auf viele Henker. Wir hoffen auf Legendary Cards. Also mal richtiges kleines Opening hier am Start. Sehr geil. Ein paar Dart Goblins. 23 Mal der Executioner und ein Eismagier. Fuck, wie geil war denn diese Kiste? Alles, was wir brauchen. Dart Goblins, Executioner, 23 Mal und eine Legendary Card der Eismagier. 14 von 20 Stück, noch 6 Stück. Und dann habe ich einfach eine legendäre Karte Level 5. Das ist so dämlich. Das ist so viel. Mein Gott. Ich weiß noch damals, als ich angefangen habe mit Stream, wo dann die Legendary Cards rauskamen, wo ich meinen allerersten Ice Wizard gezogen habe. Einen. Ich hatte als Ziel irgendwann mal, vielleicht mit ganz viel Glück in den Kisten, den Eismagier auf Level 2 zu bekommen. Aber mittlerweile, mit Hilfe der Community, leveln die Karten hier einfach durch. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wir öffnen die nächste Super Magical Chest. Ein Henker nur, schade. 76 mal Dart Goblin, 22 mal der Tornado und ein Holzfäller. Und dann sind wir wieder beim Ausgangsthema: Holzfäller gegen Ice Wizard. Die geben sich echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beides meine meistgezogenen Karten. Ice Wizard liegt jetzt leicht vorne. Es ist echt immer abwechselnd. Immer wieder Eismagier, dann Holzfäller. Eismagier, Holzfäller. Immer wieder. Andere Karten. Prinzessin. Wann haben wir das letzte Mal eine Prinzessin gezogen? Ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt eine Magical Chest geöffnet und zwei Super Magical Chests? Und in allen drei Kisten war eine Legendary Card drin? Ich glaube ja. Ich habe ja heute noch das Chest Opening gemacht mit dem Henker. Da waren ja auch schon wieder zwei Legendary Cards drin. Der Stream ging gefühlt gerade erst los und wir haben schon wieder fünf Legendary Cards. Also ich weiß ja nicht. Okay, Juwelen sind schon mal aufgeladen und ich würde sagen, wir beginnen nicht mit dem Angebot hier raus, sondern wir gönnen uns eine Magical Chest und hoffen, dass wir ihn daraus bekommen. Danach werde ich, denke ich, noch einige Super Magical Chests öffnen, je nachdem, was wir so rausbekommen. Und dreimal der Freeze. Nicht cool, nicht cool. Wieso kriegen wir jetzt nicht sofort die Karte? Viermal der Spiegel, es geht ja schon wieder nicht gut los. Ähnlich wie beim letzten Chest Opening, wo die neue Karte rauskam. Okay, wir haben jetzt gerade den Bowler gezogen, habe ich gesehen, und dann noch ein Friedhof. Sehr geil, ich habe ihn gerade auf Level 4 bekommen im letzten Stream. Jetzt schon wieder ein von 20, um ihn Level 5 zu bekommen. Sehr krass, aber halt immer noch kein Scharfrichter, immer noch kein Executioner. Ist in Ordnung, wir öffnen die nächste. Hoffen wir jetzt immer noch auf ganz viele Executioner. Geile Sache. Geile Sache. Und wisst ihr, was das heißt? Wir haben zusätzlich neben 23 mal den Executioner noch eine Legendary Card und es ist der Inferno-Drache. 10 von 20? Alter, der ist aber auch. Was wusste ich jetzt gar nicht, dass ich den so oft gezogen habe. Ja, man verliert die Übersicht, wenn man so viele Legendary Cards zieht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, da sind sie. Zack, so schnell geht's. Und jetzt öffnen wir zwei Super Magical Chests, die eine von euch, weil ihr euch Werbung gegeben habt, und die andere von Hurra Deluxe. Wir haben heute schon fünf Legendary Cards gezogen. Mal schauen, was wir bekommen. Hoffen natürlich auf viele Henker. Es ist so geil, ne? 23 Mal den Executioner. Das bringt so viel einfach im Level. Richtig geil. Und dann kriegen wir noch eine Legendary Card. Es ist unglaublich.
Drei. Wir haben jetzt die, in den letzten vier Kisten. In den letzten vier Kisten war eine Legendary Card drin. Und immer der Executioner und Dart Goblin, alles, was wir brauchen, als würde ich bestimmen, was in den Kisten sein soll. Und genau das kriegen wir. Immer, was wir am dringendsten brauchen, kriegen wir einfach jedes Mal. Die nächste Super Magical Chest. Viermal der Executioner, sehr geil. 19 mal die Hexe. Und gleich noch ein Holz. Ja, Holz im Doppelpack. Ja, was soll ich dazu sagen? Sieben Legendary Cards heute? Ja, ne? Sieben Stück. Sieben Stück. An einem Tag. Ganz normaler Tag. Ja, YouTube-Opening, ein Chest-Opening, bisschen zocken, Let's Play hochgeladen und dann noch ein Stream. Sieben Legendary Cards an einem Tag. Wir öffnen einfach eine Magical Chest. Ich gebe die restlichen Juwelen einfach dazu. Vielen Dank für die Spende. Mal gucken, was sich hier in der Magical Chest befindet. Okay, das ist ein bisschen krass. Wir haben heute 8 Legendary Cards gezogen. In den letzten. Aber echt in den letzten. Egal ob Super Magical Chest oder Magical Chest. Es sind überall Legendary Cards drin. Noch 5 Eismagier für Level 5. Das ist heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich lasse das einfach unkommentiert. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne in den Chat schreiben. Boah. Okay, wir lesen weiter. Es ist so krank, ne? Okay, dann öffnen wir gleich 2 Magical Chests und die 12 Siege. Was haben wir noch? So, die Werbung ist durch. Jetzt haben wir nur noch das Geld von vorhin von den Spenden. Wir nehmen jetzt die Werbung und die Magical Chest und machen keine Magical Chest auf, sondern eine Super Magical Chest. Also 12 Siege und eine Super Magical Chest. Wir beginnen mit der... Ja, aber wo ist die Wahrscheinlichkeit größer? Ja, wir öffnen zuerst die 12 Siege. Zuerst die 12 Siege, dann die Super Magical Chest. Sehr krass. Mit dem Henkerdeck. Ich kann es euch nur empfehlen. Wunderbar. Extrem viel Gold. Dart Goblin dabei. Sehr schön. Jede Karte verwandelt sich einfach in Gold. Das ist auch nochmal krass. Und 50 mal der Hawk. 11 mal der Freeze. Und eine Legendary Card. Das ist heute die 8. Ich weiß es nicht. Ich werde es später alles zusammenschneiden. Ich habe keine Ahnung, was hier heute los ist. In jeder Magical Chest, in jeder Tournament Chest, in jeder Super Magical Chest. Das sind ja fast 10 Legendary Cards an einem Tag. Ist ja klar, dass die Karten bald maxed sind. Meine Legendary Cards werden eher maxed sein als meine Epic Cards. Das ist schon ziemlich verrückt. Jetzt noch eine Super Magical Chest. Mal gucken, was wir hier bekommen. Wir hoffen natürlich noch auf einige Henker. Und kommen ganz viele Henker. 23 mal ein Henker und eine Legendary Card. Leute, das ist nicht mehr witzig. Was ich mittlerweile glaube, ist, umso mehr man den Account gemaxed hat, umso krasser wird die Wahrscheinlichkeit, Legendary Cards zu ziehen. Deswegen ist das auf meinem Account so. Also würde ich jetzt vermuten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das kann ja nicht normal sein. Es sind 9 Legendary Cards an einem Tag. Das kann man ja nur der Recht. Ich habe so viele Free-to-Play-Zuschauer, die erst eine oder zwei Legendary Cards haben. Ich glaube sogar, da gibt es Leute draußen, die schon seit Anfang an zocken und noch keine Legendary Cards haben. Und wenn wir hier jeden Stream so viele ziehen, das kann frustrierend sein. Ich freue mich natürlich. Ich hoffe, ihr gönnt es mir. Es ist schon krass.